Hallöchen! Boah, ist das laut. Scheiße. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart Wii. Oder Let's Fets Mario Kart Wii. Heute mit dem kleinen Yoshi. Boah, das ist echt krass. Also, sorry, wenn ihr gerade ein Echo hört. Das ist... Oh, wow. Okay, egal. No! No! Das war gemein. Das sehe ich ein. Das war fies. Okay, also, ich habe ja nach Themen gefragt. Und, ja, ihr habt mir fleißig welche geschrieben. Das fand ich sehr, sehr nett von euch. Es waren viele. Und ich habe mir auch viele notiert, über die ich jetzt reden werde. Schade, ich dachte, ich kriege einen Pilz oder sowas. Aber nein. Und ja, das erste Thema, worüber ich mit euch reden will. Ich weiß, dass Mario Kart Wii 8, Mario Kart 8 draußen ist, aber ich kann nicht drüber reden. Es tut mir leid. Ich kann nicht. Ich nehme irgendwann mit Salva Custom Tracks auf und darüber reden wir dann. Also dann reden wir da darüber. Ja. Deswegen bin ich leider dazu verdammt, jetzt nicht damit anzufangen. Und ich glaube, ich treffe jetzt den lieben kleinen Salva. Ja, wir haben den Salva getroffen. Schönen Grüß an dich, Salva. Ja, auf jeden Fall. Noch ein. Krass, okay. Oh nein, jetzt war Salva wieder vorne. Kann das sein? Nein, ist er nicht. Gut. Ja, also muss ich über was anderes reden. Es tut mir sehr leid. Aber dann rede ich halt mit Salva drüber und dann hört ihr direkt auch noch eine andere Meinung dazu. Ich kann ja schon mal so viel vorwegnehmen. Es sind Bikes dabei und deswegen ist es gut. Aber ja, warten wir erstmal. Dann gibt es ja ganz viele Pokémon X und Y News. Alles sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, darf ich darüber denn wenigstens reden? Aber darüber rede ich nicht in Mario Kart. Nein, ich rede darüber in meinem Pokémon-Projekt. In einem von meinen Pokémon-Projekten. Mal gucken, in welchen. Welche Pokémon sind das? Okay. Grüne. Aua. Ja. Ja, jetzt, jetzt ist die Runde ja schon fast vorbei. Das war jetzt so eine kleine Einleitungsrunde wieder. Und ich bin ja schon ewig wieder nicht gefahren. Das muss ich ja auch noch sagen. Und ich muss mich erst wieder gewöhnen. Okay. Auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass ihr mir so viel geschrieben habt. Oh. Mann! Aua, Salva! Damit habe ich nicht gerechnet, dass euch noch so viel einfällt. Also ich denke, das ist jetzt erstmal Themenzeugs für die nächsten... Ach, das war ein roter. Für die nächsten... Naja, 10, 20 Parts bestimmt. Also locker easy. Ich kann ja mal sagen, das ist nur so eine kurze Dingens. Ob ich dann auch im Ethikunterricht war, weil ich ja nicht gläubig war. Und bei uns gab es keine Ethik. Bei uns gab es nur Religion und später dann Philosophie. Und ich bin dann in Philosophie gegangen. Naja, war nicht so geil, aber egal. Dann hätten wir das kleine bisschen auch abgehakt. Das war von dem... The Andy LP 24 oder 24. Falls ich irgendwelche Namen... Oder The Andy LP, ich weiß es auch nicht. Oder The Andy. Keine Ahnung. Also wenn ich eure Namen falsch ausspreche... Aua. Weil ich werde sie jetzt sagen, wenn ich ein Thema anspreche, dann... Ja. Tut's mir leid. Kann schon mal passieren. Ich bin halt ein bisschen... Und dann gleich im nächsten Rennen geht es dann um ein Thema, was ich sehr schön fand. Hi. Also, was ich denn von... Also, das ist von Elementar Darkness. Der hat mir auch ganz viel geschrieben und mir auch viele... Scheiße, ich habe den Ton nicht leise gemacht. Egal. Viele Auflistungen gemacht, was die Pokémon-Filme anging. Und ja, danke dafür. Nochmal. Dass du die Mühe dafür gemacht hast. Ich so, boah, krass. War viel Text. Oder er hat es irgendwo kopiert. Nein, Spaß. No! 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 Bitteschön. Da war es mir sogar wert, gegen den Hund zu knallen, ey. Salva bestimmt so, nein! Naja, egal. Auf jeden Fall, nein, er hat sie abgegeben. Bitteschön. und zwar, was ich denn von Werbung und dem Adblocker-Kram auf YouTube halte. Ich muss sagen, das ist mir egal. Ich meine, es haben über die Hälfte meiner Viewer, man kann das immer sehen, wenn man seine Rechnung bekommt, dann sieht man immer, wie viele den Adblock anhaben und wie viele nicht. Und ja, es ist über die Hälfte bei mir. Sagen wir, wenn ich so und so viele Views kriege,
weiß ich nicht, sagen wir, wenn ich 100.000 im Monat kriege, das ist jetzt natürlich ein bisschen zu viel, dann sind ungefähr so 60.000, 70.000 davon mit Adblock. Ja, das ist wirklich so krass. Also bei mir zumindest ist das so. Also es ist immer mindestens die Hälfte, wenn halt nicht mehr. Und es ist mir eigentlich egal, weil ich finde es sowieso schon krass, dass man dann, dass dann halt die 30.000 übrig gebliebenen, dass man dafür schon allein Geld bekommt, wisst ihr? Und, ich habe Besseres zu tun, als über die Klicks rumzuheulen und dass alle ihren Adblock ausmachen sollen. Ich weiß nicht, wenn sie... Ich habe auch Adblock an. Bin ich mal so frei und sage das. Keine Ahnung, mich stört diese Werbung einfach und... manche Let's Player möchte ich auch gar nicht unterstützen. Mann, jetzt haben sie mir erst den Pilz weggenommen. Na egal, ich führe. Und ja, deswegen, ich habe da nichts gegen. Wenn ihr den anmachen wollt, dann macht ihn an. Manche haben ihn extra sogar ausgemacht. Haben sie mir erzählt, das fand ich sehr, sehr lieb von denen. Also, ne, hilft einem ja. Ich kaufe davon ja eigentlich nur die Pokémon-Karten. Oder vielleicht mal Duschgel oder so von dem YouTube-Geld. Aber sonst fließt das eigentlich alles wirklich in die Karten. Also restlos, wirklich alles, was ich habe, was ich kriege. Also im Endeffekt ist das Geld quasi für die Openings, für die Videos und dann auch für euch. Wenn man es so sehen möchte. Man kann es natürlich auch so sehen, du willst die Karten ja haben. Also es ist auch für mich, ne, aber... Halt, dass das Geld nicht irgendwie sinnlos... Ja, manche finden das sinnlos, dass ich Pokémon-Karten sammle. Aber es ist nicht sinnlos. Ja. Ich weiß. Ja. Also weiß nicht, mir ist egal. Egal, wer möchte, der kann es machen. Also ich freue mich natürlich über jeden, der ihn dann ausmacht. Aber mir geht es ja nicht ums Geld. Das sagen viele, aber das ist so. Ich habe schon wieder den Ton nicht leise. Oh Mann, ey. Also, dann noch von Elementar Darkness. Also, wenn ein Mensch mehrere Kommentare gemacht hat, dann erwähne ich jetzt nicht immer den Namen, dann ist es wirklich noch vom gleichen. Außer ich vergesse es. Aber, ja, weil ich arbeite dann halt einen Namen ab. Sag ich mal so. Außer die Kommentare oder das Thema ist jetzt gerade, naja, ich weiß nicht, von Tod zu Wiedergeburt oder so. So komisch. Da lasse ich es natürlich sein, aber. Also dann mache ich erst was anderes, so was dann auch dazu passt, so ein bisschen, aber na, ist auch eigentlich Wayne, ne? Egal, auf jeden Fall, was mir an Let's Plays oder an Let's Play-Videos wichtig ist, ich weiß jetzt nicht, ob er damit die Qualität meint oder Kommentarstil oder so. Also ich muss sagen, dass ich da drüber gehüpft bin, ist ja krass. No! Oh. Was ist euch denn wichtig? Frage ich mal so rum. Was findet ihr an einem Let's Play-Video wichtig? Was muss es für euch enthalten, dass ihr es gut findet? Ich finde, man muss was drauf erkennen können. Das ist ja klar, dass es keine 144 Pixel haben soll. Das ist ja wohl verständlich. Mir reichen aber schon 340... wie viel P sind das? No! Salva, no! Ach nee, das war Liqui. Liqui, du bist auch da wegen EKZ. Ich habe nur das EKZ gesehen. Liqui ist mir nachgejoint. Er hat mich noch überholt, weil ich da aus Versehen drüber gesprungen bin. No! Also, sonst muss es eigentlich nichts Besonderes haben, finde ich. Es soll nicht langweilig sein, dass der Let's Player die ganze Zeit schweigt, würde ich sagen. Und dass er auch mal aus sich herauskommen kann. Aber das liegt ja am Let's Player und nicht am Video. Oder das beeinflusst das Video. Also, ja, sowas halt. Also ich mag keine ruhigen Menschen. Die sind langweilig. Also ich bin ja selber nicht so die ruhigste. Obwohl es geht. Ist es schon ruhiger geworden? Ein bisschen. Ich werde alt. Ich habe sie wieder nicht leiser gemacht. Ich hoffe einfach, dass ihr sie wirklich nicht hört. Hm. Egal, ich werde sie jedes Rennen so anfangen. Ich habe sie wieder nicht leiser gemacht. Ja, es war mein Zufall und dann auch noch Todes Fabrik, fand ich voll gut. Und ich wollte eigentlich die alte Box haben, aber Tristan war mir im Weg. Also, wie gesagt, ich brauche keine 180 Millionen P bei einem Video oder eine Originalquali. Das ist viel zu übertrieben, wer braucht das schon? Mein PC wird das sowieso nicht schaffen. Also, ja. Selbst wenn er es schaffen würde, würde ich es so nicht gucken. Ich weiß, das sagt man jetzt so, aber das ist echt so. Ich habe Angst. So. Aber ja. Also, keine Ahnung, sonst braucht ein Let's Play Video nichts Besonderes. Vielleicht halt, dass man nicht merkt, wenn man nur aufs Geld aus ist, dass man das da
Weiß nicht, manche sind ja halt nur aufs Geld aus, ne? Und wenn man das dann merkt, das mag ich nicht, dass die nur aufs Geld aus sind. Scheiße, ich muss den Pilz benutzen. Also, weiß ich nicht. Dass sie dann so sagen, meine Klicks! So, wisst ihr. Aber ja. Ja, das war's eigentlich. Und sonst... Ja, scheiße, vielleicht hätte ich mir noch ein anderes Thema aussuchen sollen. Wartet mal, was hat er denn noch geschrieben? Ja, über Kiddy Let's Player, darüber habe ich ja schon mal geredet. Was ich darüber denke. Ich habe gesagt, wenn er seine 14 Jahre nicht raushängen lässt, ne, dann gucke ich mir auch einen 14-jährigen Let's Player an. Ich meine, Emulator Play war, glaube ich, auch erst 14, 15, als ich ihn angefangen habe zu gucken. Ich meine, er hat jetzt keine Kiddy-Stimme, aber halt, ne, es ist, die halt so, sind, es macht mir nichts aus, solange sie es halt nicht zeigen. Also die nicht so, der hat Penis gesagt. Okay, manchmal mache ich auch so, aber das mache ich dann so aus Ironie. Also ich finde das nicht wirklich lustig, aus dem Alter bin ich echt schon lange raus. Und ja, wollte ich nur mal gesagt haben. Wer ist denn da hinter mir? Weiß nicht. Irgend so Mario. Das war schlecht geworfen. Die lag da so rum. Aber egal. Soll ich die Shortcut versuchen? Soll ich's versuchen, Leute? Soll ich's machen? Ja, Sayu YOLO. Okay, Leute. Also, das habe ich mir gerade so vorgestellt. Aber ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Ah! Oh, pff. Ja, ne. Das war schlecht. Das habe ich eingesehen. Das war okay. Das war echt schlecht. Oh, egal. Macht nichts. Alles okay. Ja, also ja. Ja. Das war übel, Leute. Das war so übel. Das ist... Egal, das betonen wir nicht weiter und weiter geht's. Von Alundra 62. Keine Angst, Elementar Darkness, wenn ich jetzt nicht alle deine Dings genommen habe. Aber es kann sein, dass die dann später nochmal drankommen. Was denke ich über Homosexualität? Ich habe in einem Pure White Part davon schon mal geredet. Allerdings gucken nicht alle Pure White. Weil alle denken, ich mag das Projekt nicht mehr. Aber ihr müsst doch verstehen, wenn ich die ganze Zeit sterbe und nichts irgendwie beim ersten Versuch klappt, dass man dann irgendwann depressiv wird. Aber gut, egal. Das werde ich dann da nochmal sagen. Und... was nochmal? Ach ja, was ich über Homosexualität halte. Meine Fresse. Was haltet ihr von meinem Gedächtnis? Ah, schrecklich. Also, ich muss sagen, ich finde das ganz schlimm, Leute. Also Schwule und Lesben gehen ja gar nicht. Die sind ja so ekelhaft. Nein, Spaß beiseite. Und manche sehen das ja leider wirklich so. Und das finde ich sehr, sehr schlimm. Also jetzt ernsthaft. Ich finde das sehr, sehr schlimm. Weil sie auch nur Menschen sind. Mann, du kleine Missgeburt. Egal, vielleicht bist du ja einer von mir, dann tut es mir leid. Ich weiß nicht, es sind Menschen wie du und ich, wisst ihr? Ich verstehe einfach nicht, wie man so dagegen sein kann, wie man so gemein sein kann. Warum gönnt man ihnen ihr Glück nicht? Wieso nicht? Und das habe ich jetzt so komisch betont, als ob ich mich darüber lustig mache oder so. Aber das ist einfach so, wieso nicht? Warum lasst ihr die... Mein Gott! Lass sie nicht einfach machen. Ich meine, dass sie jetzt nicht da auf der Straße rummachen wie sonst was, das muss echt nicht sein. Ne? Das muss auch bei normalen Pärchen nicht so extrem sein. Außer man muss die Beziehung verstecken. Aber, nee, also, ich weiß nicht. Ich habe da wirklich gar nichts gegen. Ich finde, jeder sollte den heiraten, den er liebt. Auch wenn es Tiere sind. Ich hatte auch im Pure White gesagt, irgendwo muss man, wenn man mit einer Ziege Geschlechtsverkehr hatte, diese Ziege dann auch heiraten. Das ist wirklich so. Ich weiß nicht, wo das war, in Indien oder? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich will da jetzt nichts Falsches... Oh mein Gott, der riecht mich gerade irgendwie voll auf, aber richtig. Oh, ja. Ne? Bist du bescheuert über Ziegen und Geschlechtsverkehr? Also habt keinen Geschlechtsverkehr mit einer Ziege. Nee, aber ich finde, dass die da nicht so ein Theater von machen sollten. Also wirklich nicht. Weil... Ich meine, die sehen es ja nicht. Sie müssen ja nicht dabei zugucken, wie die beiden Sex haben. Wisst ihr? Ich meine, dass man so ein Porno nicht mag, das ist ja okay. Da guckt man den halt nicht. Aber...
dass man sich da so drüber aufregt und dass man da auch noch protestieren muss, finde ich echt ein bisschen traurig. Ich weiß, das ist auch verletzend für die Menschen. Ich meine, die können da ja nichts für, wenn sie so fühlen. Und gegen Gefühle kann man ja leider nichts machen, ne? Egal, ob sie dann da sind oder irgendwann mal weg sind. Und ja, ich finde einfach, sie sollten dann dazu stehen, also die Homosexuellen. Ganz klar, dass sie sich nicht... Ja, aber das ist bestimmt voll schwer, stelle ich mir vor. Wenn man das so zeigt, dann gibt es bestimmt auch viele beleidigende Kommentare und so. Boah, ihr Schwuchteln. Und ich kann mir das echt gut vorstellen, dass das voll schwer ist. Als Lesbe denkt man ja vielleicht noch, oh, vielleicht sind das beste Freundinnen. Voll komisch, aber bei Jungs, wenn die Händchen halten, dann weiß man ja direkt Bescheid, ne?